Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, herzlich willkommen zu diesem kleinen, aber feinen Jahresabschluss bzw. Jahresneuanfang-Video, in dem ich ein bisschen mit euch über OTM reden möchte, über das vergangene Jahr und über das jetzt kommende Jahr und was alles so neu anstehen wird. Was sich alles hier bei OTM auf YouTube ändern wird, denn es ist durchaus einiges. Und erstmal, falls ich es gerade noch nicht gemacht habe und ich es vergessen hatte und mich nicht richtig daran erinnern kann, frohes Neues an euch alle. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr reingerutscht, reingekommen, ohne zu viel Alkohol zu konsumieren, ne? Und, Entschuldigung. Ich hoffe, soweit geht's euch eben, wie gesagt, ganz gut. Ja, so, wo fange ich denn jetzt eigentlich an? Am besten mit kurzen Video-Hinweisen, denn in den kommenden Tagen wird noch ein Video von mir kommen, in dem ich so die Top 5 meiner Lieblingsspiele von 2018, die 2018 erschienen sind, küren werde. Die hat übrigens nicht wirklich was mit der Top 5 zu tun, die ich auf Twitter gepostet habe vor ein, zwei Wochen oder sowas, sondern ich habe mir noch mal ernsthaft Gedanken gemacht und werde das dann noch mal in so einem kürzeren Video, vielleicht so 10 Minuten oder so, noch mal die Top 5 durchgehen. Das wird auf jeden Fall noch kommen. Dann gehen wir jetzt erstmal zu OGM rüber, ne? Und die Frage ist ja jetzt, wie geht es mit OGM weiter? Wie war so unser Jahr? Ich gucke mir jedes Jahr immer die OGM-Statistiken von 2000, also von dem jeweiligen Jahr an, am Ende des Jahres. Und die sahen eigentlich noch nie so schlecht aus wie dieses Jahr, was eigentlich ein bisschen witzig ist, weil dieses Jahr waren wir ausnahmsweise mal mit am produktivsten, zumindest was Let's Plays betrifft. Und dabei haben wir per OGM eine Sache festgestellt, was das betrifft, und zwar gucken wir uns erstmal die Statistik von Dezember an, ja. Oh. So, gucken wir jetzt erstmal die Statistik vom September, vom Dezember an. Unsere Statistik sieht sowieso nie wirklich geil aus. Hier sieht man nochmal so ein bisschen von der Statistik, was dieses Jahr bei uns, also was eher dieses Jahr, eher diesen Monat bei uns los gewesen ist. Oder ist das diesen Monat oder ist das eher so eine Woche? Ne, 22.12. Also, ja, ungefähr so ein Monat doch. Da sieht man unter anderem ganz schön, was für Videos diesen Monat angekommen sind. Gut, wir haben jetzt diesen Monat auch nicht wirklich viel hochgeladen, außer Livestreams, die wir an Weihnachten gemacht haben. Auf Platz 1 hier ist erstmal das Konzert von Hatsune Miku, die Miku Expo 2018 in Köln, in dem ich so die Videos von Tino und mir zu einem Video zusammengeschnitten habe. 280 Klicks in einem Monat ist für uns eigentlich schon wirklich, haben wir schon ewig nicht mehr. Yakuza Kiwami Speedrun, der ist diesen Monat irgendwie mehr oder weniger fast schon explodiert, könnte man sagen, mit den 51 Aufrufen. Und der Wiedergabezeit auch, ich weiß jetzt auch nicht, warum das unbedingt auf einmal so explodiert ist. Highscore, die Geschichte der Computerspiele, eines unserer ältesten Videos, kriegt jeden Monat immer wieder so ein paar hundert Klicks. 100 sage ich schon, so um die 10 bis 50 Klicks. Die Top 10 der besten Western, Filme, Serien, ein kleines Red Dead Redemption 2 Special, das ich mal gemacht habe. Und die 33. Golden Joystick Awards von 2015. Warum auch immer. Das ist jedenfalls die Statistik vom Dezember. Wie gesagt, kam da nicht wirklich viel. Im Dezember, denn dort gab es unter anderem Pausen von einem Projekt, also eine Pause von zwei Projekten sogar genau genommen. Stardew Valley und Red Dead Redemption 2. Zu beidem werde ich noch ein Wort verlieren, aber das ist ja fast schon noch gar nichts im Vergleich zur Jahresstatistik. Die haben wir nämlich hier. Das ist die Jahresstatistik. Da sieht man sogar noch die Top 10. Ne, die Top 9 ist das. Die Top, warum auch 9? Ich weiß nicht, was ich mir da gedacht habe. Jedenfalls die Top 9 diesen Jahres. Man sieht hier wieder ganz klar, der Trend
bis zur Mitte des Monats ungefähr war wieder Highscore die Geschichte der Computerspiele. 2500 Klicks, über 2500 Klicks, genau genommen 2757 Klicks. Ist eigentlich immer Standard bei diesem Video. Yakuza Kiwami Speedrun, mein Weltrekord Speedrun quasi. Dann wieder die Golden Joystick Awards, warum auch immer. Hatsune Miku hat sich sehr schnell hochgeschossen. Und dann haben wir noch zweimal NSFW, Hausparty von Minecraft, Dark Souls 3. Dann wieder eine Doku und dann wieder eine Top 10. Was kann man hier ganz klar heraussehen? Vorher waren immer in den vorherigen Jahren mindestens zwei Let's Play Projekte mit dabei. Und wir haben jetzt hier einmal mit Dark Souls 3 ein Let's Play Projekt, das gar nicht von diesem Jahr ist, sondern von letztem Jahr. Und NSFW, nichts gegen Malkaf, ja, da habe ich auch mit ihm im Livestream mal kurz drüber gesprochen. Warum es so viele Klicks generiert, ist klar. Ja, einfach aufgrund dessen, was für eine Art Spiel das Ganze ist. Die Sache ist jetzt einfach die, dass nicht nur wir, sondern auch es gibt viele große YouTube-Kanäle, die auch das Gleiche feststellen. Und jeder, der Spaß daran hat, soll natürlich weiter damit machen, denn darum geht es ja schließlich auf YouTube. Aber für uns haben wir festgestellt, es lohnt sich für uns einfach nicht mehr, die Arbeit zu machen mit Let's Plays. Let's Plays, also klassische Let's Plays, sind quasi, könnte man fast schon sagen, tot auf YouTube. Was überwiegend noch läuft, Let's Play-mäßig, sind halt so Sachen, in denen man zusammen mit anderen YouTubern oder halt einfach zusammen irgendwas zockt und eine geile Zeit dabei hat. Das läuft einfach mit am besten als normale klassische Let's Plays. Und das haben wir bei OGM jetzt eben auch aufgrund dieser Statistik festgestellt. Und aufgrund an dieser Statistik wird sich bei OGM einiges ändern, denn jetzt kommen wir zum Punkt mit Stardew Valley und Red Dead Redemption 2. 2019, also dieses Jahr, es wird nicht direkt passieren, aber es wird passieren, werden wir, was Let's Plays auf dem Kanal betrifft, komplett aufhören. Was heißt es jetzt genau? Wir werden, wie schon gesagt, auf diesem Kanal keine Let's Plays mehr machen. Das heißt allerdings nicht, dass dieser Let's Play, also dass dieser Kanal sterben wird, denn einerseits bin ich ein bisschen froh, dass das ist, denn es war von mir damals nie die Intention gewesen, aus OGM einen Let's Play Kanal zu machen. Da bin ich ganz ehrlich. Die Idee war ursprünglich, so Sachen eben zu machen wie eben die Top 10, das Top 10 Format, Old But Gold, RPGs mit Malkaf und solche Geschichten. Das wollte ich immer auf dem Kanal machen. Also jetzt keine Sachen, die unbedingt schreien, ey, guck, wir machen geiles Let's Play oder sonstiges. Das war immer so als nettes Beiwerk gedacht, aber nicht damit, aber es wurde nie gedacht, wirklich Let's Plays großartig zu machen. Irgendwann hat das Ganze dann Überhand genommen mit Malkaf und mir, dass wir komplett Let's Plays gemacht haben, bis heute. Und damit wird jetzt langsam aber sicher Schluss sein. Denn wie gesagt, es wird dann nur noch solche Sachen kommen, eben aufgrund der Zeit, die wir dazu gewinnen, in denen wir keine Let's Plays aufnehmen müssen, das Ganze nicht schneiden und nochmal hochladen müssen. Die gewonnene Zeit nutzen wir dafür, um eben dann Formate wie die Top 10, Old But Gold und solche Geschichten zurückzubringen. Wie sieht es jetzt mit den Let's Plays aus? Stardew Valley wird noch weitergeführt. Wie genau? Dazu komme ich nachher nochmal. Red Dead Redemption 2 wird pausiert, / abgebrochen. Einfach aus dem Grund, da ich festgestellt habe, dass aufgrund diverser Musikstücke, nicht alle, aber ein paar Musikstücke aus Red Dead Redemption 2 sorgen dafür momentan, dass Parts weltweit gesperrt werden. Bisher ist das Let's Play, also noch kein Part von meinem Let's Play betroffen, aber es sieht eben ganz stark danach aus, also, oder es sieht nicht nur danach aus, es ist einfach Fakt, dass Parts gesperrt werden. Bei anderen Let's Playern war das schon der Fall. Und da ich eben nicht das Risiko eingehen möchte, dass ich mir unnötig Arbeit mache, so blöd es jetzt auch klingt, werde ich das Ganze pausieren und irgendwann dann fortführen im Laufe des Jahres. So, wie sieht es denn eigentlich so mit Gaming-Content dann eigentlich aus? Das ist ganz einfach. OGM, also Minecraft und ich, werden jetzt im Laufe dieses Jahres voll aufs Livestream gehen. Wir werden voll auf Streaming gehen. Wir haben es an Weihnachten gemacht. Malkaf hat ja mittlerweile eine geile Internetleitung.
wird diese Internetleitung auch behalten, sobald er dann, glaube ich, im März umzieht. Ich glaube, im März. Und dann wird er gucken, dass er auch deutlich öfter streamen möchte oder wird. Und bei mir kann es leider noch bis zum zweiten Halbjahr möglicherweise dauern. Also nach Juni, Juli ungefähr, im schlimmsten Fall, bis ich da mein geiles Internet hoffentlich kriege. Und dann wird OGM, was Let's Plays und sowas betrifft, eher Live-Let's Plays machen. Das heißt, wir werden es einfach im Livestream zocken und der ganze Livestream wird dann auf YouTube hochgeladen. Viel mehr gibt es da jetzt nicht unbedingt zu erzählen. Aber das ist eben, wie es jetzt mittlerweile mit OGM gerade so steht, was das betrifft. Denn es ist einfach, wie gesagt, klassische Let's Plays ziehen bei uns überhaupt nicht mehr. Also Stardew Valley bekommt jetzt nochmal ein paar Klicks, was ganz schön ist. Aber Sachen, Solo-Geschichten wie Red Dead Redemption oder Minecraft's Metroid, sowas, mein Red Dead Revolver Let's Play. Gut, es ist ein altes Spiel und es ist auch nicht gerade bekannt. Aber allgemein ist es eben so, dass dieses Jahr Let's Play-mäßig, auch wenn viel Content kam, gut, ich hatte jetzt, glaube ich, 5 Projekte, die Walkthroughs waren anstatt Let's Plays. Aber dennoch, sowas funktioniert einfach nicht mehr. Klassische, großartige, also klassische Let's Plays im Allgemeinen, vor allem wenn man dennoch ein kleinerer YouTuber ist wie wir, dann hast du heutzutage einfach, sagen wir es wie es ist, und hattest du auch schon seit einigen Jahren keine wirkliche Chance mehr. Wir machen das Ganze auch nicht wegen dem Erfolg oder wegen Ruhm oder wegen Geld oder sonst irgendwas, weil sonst hätten wir genauso gut schon vor 8 Jahren aufhören können. Denn seit gut 8 Jahren machen wir das Ganze jetzt schon mit OGM und wir haben immer unser Ding gezogen, immer wenige Klicks gehabt. Abgesehen halt an der Zeit, in der wir sowas wie Top 10 und die OGM News und so weiter und so fort hatten. Da gab es schon mehr Klicks, aber wir haben nie, wirklich nie mit unseren Videos Geld gemacht. Wir hatten ein, zwei Mal für kurze Zeit unsere Videos mal monetarisiert. Hatten das Ganze dann aber so benutzerfreundlich wie möglich gemacht. Das heißt, statt Werbung in den Videos, also dass das Video unterbrochen wird für einen Werbespot oder dass das Video mit einem Werbespot anfängt und sowas, sowas hatten wir nie gemacht. Wir sind die sehr günstige Methode gegangen und haben einfach nur kleine Banner im Video quasi reinschalten lassen. Was natürlich überhaupt nichts bringt, wenn wir mal ehrlich sind. Aber wir wollten es eben, Entschuldigung, so nutzerfreundlich, so konsumerfreundlich, fast schon gesagt, machen wie möglich. Und wir haben das Ganze aber immer nach mindestens einem Monat schon wieder weggemacht. Weil wir einfach gemerkt haben, einerseits, es bringt uns nicht viel, trotz eben unserer Videos wie Top 10 und sowas, die einfach tausende von Klicks generiert haben. Da sind wir einfach mal ganz ehrlich, es ist einfach so. Mit denen hätten wir durchaus Geld machen können, haben wir aber nie gemacht, wollten wir nie. Und so ist es jetzt nun mal. Ja? Vielleicht haben wir einfach die Chance nicht genutzt oder sonstiges. Wir hatten einfach nur Spaß an der Sache und das ist eben der Hauptfakt. So, warum wir jetzt mit Let's Plays aufhören, wenn wir doch sowieso noch Spaß bei der Sache haben wollen, ist ganz einfach, Let's Plays sind Arbeit. Das Ganze muss man natürlich so rechnen, man muss es aufnehmen, sagen wir mal, man nimmt 2 Stunden auf, dann rendert man das Ganze nochmal. Das sind dann auch nochmal Zeit, die drauf geht, vielleicht so 2-3 Stunden. Zusätzlich, und dann wird man scheiß Internet hat, noch pro Part 2 Stunden hochladen. Zumindest in meinem Fall. Aber das war auch nie wirklich großartig das Problem, denn während man das aufnimmt, dann, ne, okay. Und während dem Rendern habe ich dann eben andere Sachen gemacht. Keine Ahnung, Fernsehen geguckt, Playse gezockt, war kurz unterwegs oder Videos geguckt oder sonstiges. Das ist auch nicht das Problem, aber eben das, was halt damit verbunden ist. Ja? Man macht sich die Arbeit, man lädt es hoch und es kommt einfach nichts zurück. Das hat mich damals vor allem, was das Prolog-Video von Indie-Woche betrifft, als ich das Format quasi vorgestellt habe, fand ich schon extrem schade. Es hat mich durchaus gefreut, dass so 1-2 Kommentare bei meinem My Story of Yakuza Video erschienen sind, was unfassbar viel Arbeit war, auch wenn ich zwischendrin einfach, weil ich mich selber beim Aufnehmen nicht richtig gehört habe, einfach mal 1-2 Wörter vergessen habe am Ende des Satzes oder mittendrin, was ein bisschen komisch klingt, sorry dafür. Aber alleine schon, wenn einfach nur ein einziges Kommentar dasteht, freut man sich und man lädt sofort wieder
Energie auf ein zweites Video zu machen. Und es wird auf jeden Fall noch ein Video kommen. Es werden noch 2, 3 Videos kommen. Ich habe dann noch einige Ideen zu My Story of Yakuza, die ich gerne machen möchte. Aber ja, wie gesagt, klassische Let's Plays und so, ne? Erstmal weg und wir werden dann gucken, dass wir mit der freien Zeit, die wir dann haben, eben solche Sachen machen wie Top 10 und so ein Kram. Dass wir sowas wieder zurückbringen, alte Top 10 Listen aktualisieren, neue Top 10 Listen machen, die OGM News vielleicht wieder zurückbringen, die Top 5 der Game Releases vielleicht zurückbringen des jeweiligen Monats und so weiter und so fort. So, Livestream-mäßig werden wir gucken, dementsprechend, dass wir einen festen Plan für uns erstellen werden, für Minecraft und mir, wenn wir dann anfangen, aktiver zu streamen. Wir tun es jetzt ja quasi schon, jeden Mittwoch 19.30 Uhr auf twitch.tv/ogmlive. Einfach unten in der Videobeschreibung gucken, da ist der Link. Lasst uns ein Follow da, denn aufgrund dessen werden wir wohl mehr oder weniger aktiver auf Twitch sein als auf YouTube in der Zukunft. Wie gesagt, es wird nicht direkt passieren. Es braucht alles so ein bisschen Zeit. Aber ja, und wenn ihr uns jetzt nicht immer auf Twitch schauen könnt, wie gesagt, keine Panik, wir laden das Ganze auf YouTube hoch. Und das Ganze ist auch nochmal auf Twitch zur Verfügung, wenn ihr es da schauen wollt. Nur damit ihr da Bescheid wisst. Ja, das war eigentlich soweit alles, was ich sagen wollte. Ja, doch, wie gesagt, nächste Woche, wollte ich gerade schon sagen, in den kommenden Tagen kommt dann noch ein Video von mir mit den Top 5 der Spiele 2018, meiner Meinung nach, die mir sehr viel Spaß bereitet haben. Das sind auch alles Spiele, die ich selber gespielt habe, macht euch da keine Sorgen. Eine Flop 5 werde ich gar nicht machen, hatte ich auch eigentlich erst überlegt, aber mir sind keine Flop 5 Spiele eingefallen. Also mir sind keine 5 Spiele eingefallen, die ich extrem scheiße fand, denn ausnahmsweise hatte ich dieses Jahr überwiegend Spiele gespielt, die mir sehr gut gefallen haben. Beziehungsweise Spiele gekauft, die mich auch wirklich interessiert und mir auch gefallen haben. Es gibt da so vielleicht so ein paar Sachen, über die man reden könnte. Das könnte man nochmal in so einem kleinen Podcast machen mit Minecraft und mit Tino. Mal schauen. Aber im Allgemeinen war es das quasi, ne? Ja. Wie gesagt, wenn ihr uns aktiv unsere Streams verfolgen wollt, einfach ne, twitch.tv/ogmlive unten in der Videobeschreibung, da ist auch nochmal Facebook und Twitter mit dabei. Auf den Plattformen werden wir dann auch nochmal schauen, aktiver zu sein und auch auf Twitter und auf Facebook auf da Bescheid geben, ne? Wenn wir einen Stream machen. Ja. Viel mehr gibt es eigentlich auch nicht diesbezüglich zu sagen, ne? Euch einen frohes 2019. Und ich hoffe, ihr bleibt uns weiter erhalten. Euer Steve von den Online Game Masters. Ciao und bis dann.